So, hallo Leute. Time to frack. Time for Boneworks. Und zwar mit der Quest über Virtual Desktop. Ich hatte das eben schon mal ausprobiert und muss euch sagen, das lief ganz hervorragend. Sehr töfte. Das wollte ich euch kurz noch mal zeigen. Mein erstes Video zu dem Thema war leider nicht zu gebrauchen, weil der Ingame-Sound war noch zu laut eingestellt, als dass ich euch hätte ja diese Variante vorführen können. Also zum einen, der Screen-Door-Effekt ist natürlich okay bei der Quest, den kennt ihr. Das OLED-Panel sieht an sich prima aus bei Boneworks und die Verbindung ist super. Das Spiel hat also, ja, ich sag mal, keine Performance-Probleme in Zusammenarbeit mit. Operator, attention. In Zusammenarbeit mit der Quest und Virtual Desktop. Administrator privileges granted. Confirm measurements to proceed. Ich hoffe, jetzt ist der Sound besser eingestellt. Mein Mikro ist im Verhältnis zum Ingame-Sound okay. Also, ich sehe, wenn ich die Controller im Bild bewege, ja, wirklich minimalste Zuckungen. Und meine Empfehlung ist, besitzt ihr eine Quest und eben Virtual Desktop oder vermutlich auch AR/VR, könnt ihr ruhigen Gewissens Boneworks kaufen. Dabei behaltet im Hinterkopf, Boneworks ist zwar ein Spiel, aber ich würde eher sagen, eine riesige Tech-Demo. Also ein Spiel, da verlange ich ein gewisses Mindestmaß an Story dahinter. Das hat Boneworks sehr minimalistisch, aber ansonsten ist das natürlich ein super feines Programm, was zeigt, was standardmäßig möglich sein sollte, mit der VR. Und was auf uns zukommt in Sachen Half-Life Alyx, vermute ich mal, ne? Weil ich traue Valve schon zu, dass die das wenigstens genauso gut umsetzen wie die Entwickler von Boneworks. Das Charmante an der Questgeschichte ist, dass ihr euch natürlich frei im Raum bewegen könnt. Das ist mega und schon mal ein erheblicher Vorteil zur Index. Die Index sieht vom Screen-Door-Effekt her natürlich besser aus. Hat auch, finde ich, einen spürbar weiteren FOV. Das OLED-Panel ist bei der Quest natürlich richtig, richtig gut. Aber das Highlight eben bei der Quest ist das kabellose Spielen. Das fehlt der Index natürlich. Das ist dann immer, ja, so eine zwiegespaltene Sache, ne? Die Index sieht besser aus. Nicht nur von außen, sondern auch das Bild in den allermeisten Fällen. Aufgrund der besseren Auflösung, aufgrund des größeren FOVs. Aber bei der Quest finde ich so geil, dass man, es kommt da aufs Spiel an, dass man so viele Spiele richtig, richtig zocken kann. Nicht alle.
aber ein Großteil. Also könnt ihr ein Hellsplit zum Beispiel spielen oder ein Vox. Ja, als Beispiel. Dann scheint Verbindung zu sein. Dass ihr eben doch ohne Probleme Bonelos spielen könnt. In diesem Sinne, damit will ich mich schon verabschieden. Wie gesagt, Daumen hoch für Bornworks mit der Quest und Virtual Desktop. Über denselben Daumen nach oben würde ich mich freuen, über ein Abo sowieso. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.